Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen und an alle, die einfach jetzt so dazukommen. Sorry, das ist eigentlich ein 3D-Druck-Kanal, aber ich möchte jetzt gerne mal meine Reichweite hier auf dem Kanal nutzen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das anscheinend mehrere Leute haben, wo viele Leute es nicht wissen, wie sie es lösen sollen. Ich bin gerade unterwegs in Deutschland und ich habe gerade einen Anruf von der Autowerkstatt bekommen und ich finde es einfach schockierend. Erstmal zu den Basics. Ich habe einen VW ID.3, den habe ich damals als First Edition in der Ausführung Max gekauft. Das heißt also mittelgroßer Akku mit 58 Kilowattstunden und ansonsten eigentlich Vollausstattung von dem, was damals zum Release von dem Fahrzeug quasi verfügbar war. Und ich war 3 Jahre lang mit diesem Fahrzeug wirklich wunschlos glücklich. Es hat wunderbar funktioniert. Man konnte wirklich, es hat wirklich tadellos funktioniert. Ich bin damit zwischen Frankfurt und Schweiz hin und her gefahren, hat gar kein Problem gehabt und es hat alles funktioniert. Die Updates waren ein bisschen nervig, dass ich immer zum VW-Händler fahren musste, obwohl VW immer versprochen hat, ja, mit dem nächsten Update könnt ihr dann Over-the-Air updaten, also wenn ihr im WLAN seid oder sonst wie. Und ich habe gedacht, okay, komm, ja, wenn das das einzigste Problem ist, was ich habe, das Auto funktioniert sonst wirklich wunderbar, ich bin gerne damit durch die Gegend gefahren, alles drum und dran. Nur habe ich dann letztes Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, so im Sommer, irgendwann in der Richtung Sommer, Spätsommer, das Problem gehabt, dass auf einmal das Display angefangen hat, in der Mitte immer wieder neu zu starten. Und so ein Neustarten hat dann so zwischen, hat dann bewirkt, dass es quasi 5 bis 20 Sekunden das Display da war, stabil war und dann wieder neu gestartet ist. Und das war echt nervig. Und ich bin zu VW gefahren und habe gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Und ich war gerade irgendwo in der Schweiz unterwegs und habe die Navigation gebraucht. Und mitten in der Fahrt auf der Autobahn fällt die Navigation aus. Bin also an die Raststätte gefahren, habe mein iPhone genommen, habe das in die Halterung geklemmt und habe das als Navigation genutzt, weil es gar nichts mehr ging. Und VW meinte so, ja, das kommt daher, dass das Steuergerät in dem Display kaputt ist. Und das scheint wohl ein bekannter Fehler bei VW zu sein, dass es wohl entweder eine unterdimensionierte Kühlung hätte oder irgendwie designtechnisch nicht so perfekt ist. Das sei ein bekannter Fehler und VW hätte noch keine Lösung dafür, aber sie würden jetzt auf Kulanz entsprechendes Steuergerät austauschen. Und Kulanz hat für mich geheißen, okay, gut, die übernehmen das komplett. Und dann auf einmal, also es war kein Betrag oder irgendwas im Gespräch, und auf einmal wollten die halt entsprechend 30% von diesen 3.500 Franken, die so ein Steuergerät kostet, auf einmal erstattet haben von mir. Und ich habe gesagt, Leute, ihr habt gesagt, es geht auf Kulanz und es hat nie was geheißen, dass ich einen Teil davon bezahlen soll. Und die waren auch so fair, dass sie gesagt haben, okay, stimmt, ist unser Fehler, wir übernehmen das komplett und du brauchst nichts bezahlen. Nach diesem Wechsel hat das auch erstmal eine Zeit lang funktioniert. Also ich habe keine Probleme mehr gehabt, es hat wunderbar funktioniert und ich war wieder zufrieden mit dem Auto. Und jetzt nach so einem halben, dreiviertel Jahr habe ich den gleichen Fehler nicht nur nochmal, sondern sogar noch schlimmer als vorher. Das heißt also, alle 5 bis 10 Sekunden startet das Display neu und das sogar so massiv, dass ich nicht die Möglichkeit habe, über den Power-Button am Display unten entsprechend, wenn ich den 10 Sekunden gedrückt halte, das zu resetten. Ich schaffe es vielleicht einmal am Tag, wo ich das Glück habe, dass ich es dann irgendwie hinbekomme, dann läuft es wieder für einen Tag und dann ist aber wieder tote Hose. Und letztens bin ich, weil wir gerade umgezogen sind und zwischen dem alten Haus und dem neuen Haus sind 30 Minuten Fahrweg. Und auf diesem Weg zum alten Haus habe ich gemerkt, dass irgendwie alle 10 Minuten nicht nur das Display in der Mitte komplett neu startet, sondern er anscheinend so ein Deep Reboot macht. Würde ich mal behaupten, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber dass mir dann auch der Tacho wegbricht. Das heißt also, ich fahre irgendwo durch die Ortschaft und vielleicht einen Berg leicht ab und lass halt ganz normal rollen und hab den Tempomat drin und denk so, okay, der fährt 50 und auf einmal geht der Tacho weg, die ganzen Assistenzsysteme fallen aus, das Auto wird schneller und ich tritt auf die Bremse, weil ich merke, es wird schneller und nach ungefähr 10 bis 15 Sekunden kommt der Tacho wieder zurück. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, als ich an einem Bahnübergang gestanden habe, das mal filmen konnte, wie das dann entsprechend aussieht, ja. Ich habe es nicht während der Fahrt gemacht, weil mir das zu unsicher war, weil ich mich da auf das Fahren konzentrieren musste. Aber es fällt im Prinzip genau wie in der Aufnahme, die ich euch einblende, nicht nur das Entertainment-System-Display, das große in der Mitte aus, sondern auch der Tacho.
Der ist komplett schwarz für 15 Sekunden. Und danach bootet er wieder hoch und zeigt Fehlermeldungen an, dass, was weiß ich, der Spurhalteassistenz nicht funktioniert, dass der Abstandssensor nicht funktioniert und. Das heißt also, alle Assistenzsysteme fallen währenddessen aus. Und das ist ziemlich gravierend, finde ich, ziemlich, wie heißt das, gefährlich, weil wenn das während der Fahrt passiert und sich jemand auf der Autobahn drauf verlässt, dass er hinter einem LKW herfährt und ein bisschen Hypermiling betreibt und dann drauf verlässt, dass der Tempomat und der Abstandshalter entsprechend die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorfahrenden Fahrzeug haltet und dann auf einmal dieses System komplett versagt und ausfällt und das vorfahrende Fahrzeug bremst, dann kann es relativ schnell zu einer gefährlichen Situation kommen. Und jetzt habe ich mit der VW-Werkstatt gerade telefoniert und mir wurde gesagt, dass sie das mit einem Update anscheinend nicht beheben können, weil sie es nicht hinbekommen, ein Update einzuspielen, was ich verstehen kann, weil das Display halt viel zu schnell neu startet und man da gar nicht in der Lage ist, irgendwie überhaupt ein Update zu starten, dass man gar nicht erst an die Punkte kommt, um das auszuwählen, dass man das Update starten kann. Auch ein Reset funktioniert nicht. Und ja, ich weiß, der müsste sich jetzt quasi ein, zwei Tage dahinsetzen und müsste quasi versuchen, das Display zu resetten. Und das kostet natürlich entsprechend Arbeitszeit und Arbeitszeit ist Geld. Er hat mir gesagt, wenn er das jetzt machen würde, um sich da einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, um das Auto zu resetten oder das Display zu resetten, dann würde er 200 bis 300 Franken berechnen, weil er halt den ganzen Tag beschäftigt ist. Das klingt erstmal lustig, aber das ist halt so. Ja? Arbeitskraft muss auch bezahlt werden. Ich habe gesagt, nein, er soll es erstmal stoppen, er soll das Auto erstmal stehen lassen. Und da kommen gleich zwei Punkte. VW hat versprochen, als ich das Auto gekauft habe, dass es mit dem nächsten größeren Update möglich sein würde, dass ich die Updates selber machen kann. Dann bräuchte ich nicht für teuer Geld quasi den Herrn in der Werkstatt damit zu beauftragen, dass er das macht. Dass er quasi sich den ganzen Tag dahinsetzt und blub, Knöpfchen drückt und versucht, das Ding zu resetten, was nicht funktioniert, um dann ein Update einzuspielen. Wenn ich das selbst machen könnte, wäre das ein ganz anderes Thema. Dann könnte ich sagen, okay, ich setze mich abends hin und versuche das mal eine halbe Stunde. Das zweite Problem ist, dass das Steuergerät, was ja schon ausgetauscht worden ist, anscheinend nur ein halbes bis dreiviertel Jahr aushält und dann der gleiche Fehler wieder auftritt. Und das anscheinend wirklich bei VW noch keine Lösung für die Reparatur dieses Problems da ist. Weil ich habe jetzt keine Lust, er hat gesagt, okay, ich kann es Ihnen wieder auf Kulanz machen, aber dann müssen Sie halt 20-30% von den Kosten für das Steuergerät an Material übernehmen. Das wären dann irgendwas um die 700 bis 1000 Franken. Je nachdem, ne, wie viel Prozent ich bekomme. Aber das möchte ich halt nicht irgendwie einmal im Jahr bezahlen, damit ich mein Fahrzeug nutzen kann. Und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder das gleiche Problem zu haben, das sehe ich einfach nicht ein. Weil beim nächsten Mal werden es vielleicht nicht auf Kulanz repariert werden, sondern beim nächsten Mal wird es vielleicht dann wirklich 3.500 Franken kosten. Und das ist mir einfach zu teuer. Ja, das hat erstmal nichts mit der Elektromobilität zu tun. Das Fahrzeug funktioniert wunderbar, der Akku, der Antrieb, alles funktioniert wunderbar. Dieses Steuergerät ist scheinbar das Problem. Und das muss VW in den Griff bekommen. Das ist ein richtig großes Problem, wo ich sage, okay, ich bin so kurz davor, entsprechend zum Anwalt zu gehen und zu sagen, okay, ich kläre mal, was man da machen kann. Denn das Fahrzeug ist wohlgemerkt 3,5 Jahre alt. Und bei einem Fahrzeug von 3,5 Jahren Alter brauche ich nicht irgendwie im laufenden Jahr irgendwie 3.500 bis 7.000 Franken Kosten, je nachdem, wie schnell das Steuergerät das neue kaputt geht. Das ist ein Kostenfaktor, den ich bei dem Gerät explizit eben nicht eingeplant habe und den ich auch gar nicht bereit bin zu zahlen. Und wo ich aktiv VW sage, VW, ich möchte von euch eine Lösung haben, dass ihr mir bitte eine Lösung bietet, die mich nichts kostet, weil ich das eine Unverschämtheit finde, dass sowas dann entsprechend überhaupt auftritt und dass ich dafür aufkommen soll für einen Fehler, den jemand anders im Prinzip verbockt hat. Das kann einfach nicht sein. Und ich hoffe einfach, dass durch dieses Video, wenn ihr das seht, teilt es bitte. Kommentiert unten drunter, gerne höflich. Also Kommentare wie, ja, ich habe es ja gesagt, Elektromobilität, die bringt nichts. Nein, das hat mit der Elektromobilität erstmal gar nichts zu tun. Es gibt genügend andere E-Autos, die gut funktionieren. Das ist einfach nur dieses Steuergerät, was VW einfach, wo VW einfach einen Fehler eingebaut hat.
und den sie einfach lösen müssen. Und das ist wirklich nur auf dieses Steuergerät bezogen. Und ich würde mich wünschen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr da das gleiche Problem habt, dass ihr auch zu VW geht und sagt, hier, da, das Problem habe ich, dafür mache ich das Video jetzt hier. Das Problem habe ich auch, bitte behebt das Problem. Und ich habe gesehen, es kommt bei neuen VW ID.3s mit dem großen Display, mit dem Facelift halt entsprechend auf. Und es kommt bei alten Fahrzeugen auch auf, dass die das gleiche Problem haben. Der ein oder andere kriegt es dann mal temporär mit einem Reset gelöst. Ist ja bei mir auch zum Teil so. Aber auf Dauer habe ich das Gefühl, sind Sachen in dieses Betriebssystem von ID.3 eingebaut worden, die das System nicht wirklich gut handeln kann. Das ist mein Gefühl, was ich so habe. Denn es hat ja eine ganze Zeit lang funktioniert. Und das Steuergerät war ja nicht überfordert und nichts. Und jetzt auf einmal, seit ein paar Softwareständen, gibt es dieses Problem. Und selbst mit einem neuen Steuergerät kommt das Problem auch wieder auf. Und auch bei neueren Fahrzeugen kommt das Problem auch. Das heißt also, es muss früher irgendwas funktioniert haben, was heute nicht mehr funktioniert. Und da ansonsten sich an dem Fahrzeug nichts verändert hat, außer die Software, würde ich mal sagen, es kann eigentlich nur an einem Software-Update liegen. Und ich würde mich echt freuen, wenn VW es endlich hinkriegt, dass man da irgendwie einen Software-Stand hinbekommt. Ganz ehrliche Meinung, schmeißt diesen scheiß Shop raus, den ihr da drin habt. Schmeißt Funktionen raus, die man nicht braucht. Ja? Und zur Not macht es wieder downgradable, dass man sagt, okay, man kann einen alten Softwarestand einspielen und den probieren. Ob es wirklich daran liegt, weil es muss jetzt nicht heißen, dass es unbedingt von der Software kommt, aber ich würde mich freuen, wenn man es testen kann, ob es von der alten Software kommt. Und wenn, dass man rausfindet, welches Update hat diesen Fehler verursacht und wodurch kommt das Ganze. Und es muss eine Lösung kommen und es kann nicht sein, dass die Kunden halt ständig 3.500 Franken bezahlen für ein neues Steuergerät. Das ist keine Lösung von VW. Und ich wünsche mir da eine Änderung und teilt das Video. In diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.